Unterwegs zu den Harakeys, zwei ganz kleine Inseln draußen im Korallenmeer. 3-4 Tage Fahrt bis dahin. Aber Reika ist ein kaputtes Schiff. Der Motor, der Ankerwinch, ist kaputt gegangen. 4 Stunden später der Keilriemen gerissen von der hydraulischen Steuerung. Und 2 Tage vorher der Batteriecontroller für Solar- und Windenergie kaputt gegangen. Alle Ersatzteile sind langwierig zu beschaffen, am schnellsten noch die Ankerwinch, aber auch erst in 2 Wochen. Und ich mag nicht 2 Wochen hier vor Anker liegen und nichts anderes tun als warten. Deshalb bin ich gestartet und ich werde viel improvisieren müssen, aber ich glaube, es geht. In Ali Beach baue ich eine Konstruktion, um die Ankerwinch zu ersetzen. Ein aufgeschnittener Trinkwasserschlauch schützt die Wanten. Der Block am Schanzkleid leitet die Kette weg von den Fenstern, dass sie nicht zerkratzen. Eine Leine zieht die Kette bis zur Schotwinch. Damit kann ich den Anker 8 Meter anheben. Wenn ich also 30 Meter Ankerkette ausgelassen habe, muss ich das 4-mal machen. Eine kurze Leine sichert gegen das Zurückrutschen. Von Hand ziehe ich dann die Kette in den Ankerkasten. Das Steuerrad und die hydraulische Steuerung sind mit einem Keilriemen verbunden. Er ist so alt wie Reika, 37 Jahre. Ersatz gibt es nur in Dänemark. Ich habe ein zweites Steuerrad innen. Das funktioniert unabhängig. Sein Nachteil, ich stehe einen Meter tiefer, habe eine beschränkte Sicht durch die Fenster und einen weiten Weg bis nach vorn zum Anker. Der Ausfall des Batteriecontrollers für Wind und Solar bedeutet, es wird laut. Strom nachladen geht nur noch mit dem Benzingenerator oder dem Schiffsmotor. Coral Sea ist das Meer zwischen Australien, Neuguinea und Neukaledonien. Wer dort raussegelt, muss zunächst durch die Riffe und Strömungen von Great Barrier Reef. Das ist tricky, denn nicht alle Riffe sind richtig verzeichnet und die Strömung wechselt ihre Richtung mit Ebbe und Flut. Einmal draußen empfängt mich Windstille. Kein Segeln, sondern viel Motor. Mein Ziel, die Herald Keys, liegen 2 Tage ab hier. Selten besucht, steigen sie aus 700 Meter Tiefe. Grünes Riff, gelbes Insel. Die Kunst ist, Reika möglichst nah ans Ufer zu segeln, damit sie wenig schaukelt. Aber am Ufer sind die Korallenbänke. Ich springe also hin und her zwischen Ausschau draußen nach Riffshalten und Steuern von innen. Am Ende lande ich weit entfernt vom Ufer. Reika schaukelt ziemlich. Das kommt davon, wenn man improvisieren muss. Hier bin ich auf einer dieser Inseln meiner Träume. Und ich habe verschiedene Ziele. Ein Ziel, ich habe Fotos gesehen von grauen Muränenaalen. Die leben in Löchern im Sedimentgestein und jagen Krebse. Ich würde wahnsinnig gern mal so eine sehen. Das zweite, ich will mich vertraut machen mit der Unterwasserwelt. Also schauen, wie gut ich allein schnorcheln kann oder auch tauchen, wie stark die Strömung ist und die Wellen. Also da muss ich irgendwie sicher sein. Ich würde auch gern wissen, in welchem Zustand das Riff hier ist. Und mein letztes Ziel, die Drohne zu starten, das ist nicht so schwer, aber zu landen auf dem Schiff. Ich habe dafür ungefähr 1 Quadratmeter Platz. Jetzt vor Anker ist das noch einigermaßen möglich. Aber eigentlich wäre das Ziel, dass ich sehr auf hoher See mal starten und landen kann, was mir im Moment recht schwierig vorkommt. Das Thema Muräne ist schnell abgehakt. Ich finde Einsiedlerkrebse, die sich tarnen mit fremden Muscheln und Schneckengehäusen
und tropische Felskrebse, also ihre Nahrung, aber keine Muräne. Das war schon mal nichts. Punkt 2, tauchen. Allein, mitten im Ozean. Tönt grenzwertig. Ich muss mich überwinden. Deshalb erstmal schnorcheln. Auf der Seekarte suche ich Spots möglichst weit draußen im Meer, damit die Sicht klar ist, aber nicht tief. Bei Niedrigwasser starte ich. Auf Anker und Leine schaue ich mit mulmigem Gefühl, hoffe beides hält und springe ins Wasser. Der erste Eindruck ist katastrophal. Rotes Riff, wohin man schaut. Ich tauche ab und warte. Meine Erfahrung, nicht ich suche Fische, sondern Fische suchen mich. Ich muss nur schweben und nicht zappeln. Und plötzlich sind sie da und begutachten mich. Als ob ich ihr Fernsehprogramm bin. Wovon sie leben? Keine Ahnung. Nur vereinzelt stoße ich auf gesunde Korallen. Je länger ich warte, je bunter wird das Leben. Dann mache ich eine hastige Bewegung mit den Flossen und das Riff ist wieder leer. Bis auf diese Gruppe Rochen. Sie hat sich im Sand vergraben, aber ihre Augen schauen mich aufmerksam an. Ich sehe keinen Stachel, aber halte lieber Abstand. Genug geschnorchelt, jetzt wird es ernst. Der Tauchspot liegt ungeschützt im Ozean. Die Wellen gehen hoch. Mit dem Dinghy hinfahren finde ich riskant. Also starte ich Reiker und versuche, den Anker genau auf den Korallenkopf zu werfen. Leichter gesagt als getan. Immer wieder treibt Reiker ab. Ich brauche 3 Anläufe. Dann verhakt sich der Anker. Aber die Wellen über dem Riff werfen Reikers Bug nach oben. Der Ankerhaken verbiegt, Buchlast mehr als 1000 Kilo und 70 Meter Ankerkette rauschen unkontrolliert aus. Wenigstens liegt Reiker jetzt fest. Lasse einen Fender mit Leine ins Wasser als Sicherung, falls ich abtreibe. Montiere die Ausrüstung. 3 Tauchflaschen habe ich gemietet in Early Beach. Aber ich kann nicht abtauchen. Die Mietflaschen sind Alu, meine eigene Flasche ist Stahl, also viel schwerer. Mir fehlt Gewicht. Außerdem geht eine reißende Strömung. Ich kann nicht mal bis zur Ankerkette schwimmen. Ein voller Misserfolg. Ich segle zur Nachbarinsel und suche einen Ankerplatz. Erste Nacht vor Anker gestern. Ich hatte noch überlegt, ob ich den Ankeralarm setzen soll oder nicht, weil er Strom sparen würde, wenn ich ihn nicht setze. Aber ich habe ihn dann gesetzt und das war keine schlechte Entscheidung. Nachts um 1 ging er wirklich los. Reiker trieb in Richtung eines Riffs. Und das war dann Stress, weil das bedeutet, ich musste den Anker hochziehen über diese Konstruktion, die ich habe mit der Winch. Zugleich schauen, dass Reiker nicht aufs Riff treibt. Und dann, als der Anker endlich mal oben war, zu navigieren im Dunkeln, nur nach der Karte und einen neuen Platz finden. Und ich habe dann einen Platz gefunden und geankert, nur um dann heute herauszufinden, dass er doch ziemlich nah am Riff ist, aber er ist gerade weit weg genug, dass es sicher ist. So, hier bleibe ich jetzt. Wenn ich schon neben einem Riff ankere, dann kann ich hier auch tauchen. Ich schneide Ankerkette in 2 Kilo Stücke als zusätzliches Gewicht zum Abtauchen. Aber mein Riff ist enttäuschend. Eine ausgebleichte Steinwüste. Dann erhalte ich unerwünschten Besuch. Ein Thunfisch beginnt mich zu umkreisen. Ich kenne Thunfische bisher nur als Konservendose. Aber dieses Viech ist groß. Und seine Zähne. Er holt eine Kumpanin.
Und dann erschrecken ein Hai und ich uns gegenseitig. Erfahrene Taucher werden lächeln. Aber es ist der Moment, wo ich mir allein, sehr allein vorkomme. Mir reicht's, glaub, für den Moment. Als erstes bewaffne ich mich. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man ein Messer im Ernstfall benutzt, aber es beruhigt. Dann suche ich Tauchspots mit dem Dinghy. Die Tauchausrüstung ist so schwer, dass ich sie nur im Wasser anziehen kann. Ich benutze die gleiche Technik wie beim Schnorcheln, lasse mich an einem schönen Ort nieder, warte auf die Fische. Bis zu einer Viertelstunde liege ich rum. Bei kommerziellen Tauchtouren ist sowas undenkbar, da ist man immer in Bewegung. Gut bin ich allein. Am störendsten finde ich mich selber, die Luftblasen. Trotzdem kommen sie. Letztes Ziel, die Drohne starten und landen vom Schiff. Wie vermutet, starten geht gut, landen muss ich manuell mit Steuern. Ich finde heraus, dass sich die Drohne mit dem Heck zu mir einfacher landen lässt. Dann ist links am Steuerknüppel auch links bei der Drohne. Die Perspektive aus der Luft zeigt die Insel in einem neuen Licht. Zum Beispiel diese Mondkrater im Sand. Jedes Loch ist das Nest einer Schildkröte. Oder das unglaubliche Türkis vom Sand zwischen dem Riff. Oder der Wald von Northeast Cay. Es ist verboten, das Innere der Insel zu betreten. Zu viele Vögel brüten am Boden. Die Drohne zeigt, wie mächtig dieser Wald ist. Fregattvögel und Tölpel nisten zum Teil im selben Baum. Aber wenn sie den Baum verlassen, sind sie Feinde. Fregattvögel sind Meister im Fliegen, aber können nicht tauchen, weil sie sich vollsaugen. Die Tölpel sind Meister im Tauchen. Wenn sie dann mit vollem Magen heimfliegen, um die Jungen zu füttern, werden sie attackiert. Eine schwarze Wand schreiender Fregattvögel. Wer hier durchkommt, ist clever. Manche machen eine Notlandung im Wasser, um die wasserscheuen Fregattvögel abzuschütteln. Andere geben auf und würgen ihre Beute hervor. Dieser Tölpelmagen enthielt 5 verschiedene Tiere, 2 Fische, 3 Tintenfische. Ich besuche die Vögel täglich und beobachte, was sich von Tag zu Tag verändert. Manche werden zutraulich. Ich sehe seltene Tropikvögel. Sie haben 2 markante rote Schwanzfedern, sind scheu, umfliegen mich in großen Bögen. Täglich besuche ich dieses Paar. Ich bewundere die Geduld des Elternteils. Stundenlang sitzen sie in der heißen Sonne und beschützen ihr Kind. Ihre Welt ist so anders als mein Leben. Sie haben Zeit, unvorstellbar viel Zeit. Auch Heike hat sich inzwischen verwandelt in eine Vogelkolonie. Dann kehre ich zurück in die Zivilisation. Ich würde lügen, wenn ich sage, das habe ich vermisst.